Hallo, mein Name ist Angelika Eck, ich bin Paartherapeutin und Sexualtherapeutin und in meine Praxis kommen etliche Paare, Männer und auch Frauen, die Fragen haben zu ihrer Sexualität. Die Frauen, die ich sehe, haben oft Konflikte mit ihrer sexuellen Lust. Sie verlangen von sich, sie sollten mehr Lust auf Sexualität haben oder mehr Lust an Sexualität, auch wenn gleichzeitig vielleicht die Rahmenbedingungen dafür nicht immer optimal sind. Oft bezichtigen sie sich selbst der Lustlosigkeit oder sie fühlen sich unter Druck gesetzt, von ihrem Partner oder ihrer Partnerin die Sexualität anders zu erleben, als es ihnen im Augenblick entspricht. Diese Fragen und Konflikte um die sexuelle Lust begleiten meine therapeutische Tätigkeit fast von der ersten Stunde an. Also habe ich oft darüber nachgedacht, über diese knifflige Ausgangslage, die mit Motivationskonflikten zu tun hat und die oft sehr tief mit der Person als Ganzes und ihrer Entwicklung verbunden ist. Ich habe dazu einige Konzepte entwickelt, von denen ich hoffe, sie Ihnen nahebringen zu können und damit Ihre Praxis zu inspirieren. Zunächst möchte ich Ihnen noch etwas mehr über meine Person erzählen und meine therapeutischen Haltungen und darüber, was mir beim Herangehen an die Therapie besonders wichtig ist. Dann werden wir uns einige theoretische Modelle und Konzepte näher anschauen, die ich für wichtig halte, um dann ins Handwerk überzugehen und Ihnen einige Interventionen konkret vorzustellen. Diese Interventionen werden wir größtenteils auch in den Fallverläufen wiederfinden. Als Fälle habe ich Konfliktlagen drei verschiedener Frauen ausgewählt, die alle etwas unterschiedliche Hindernisse vorfinden auf dem Weg zur Frage ihrer persönlichen sexuellen Lust oder wie sie ihre Sexualität in dieser Lebensphase, in dieser Situation gestalten möchten. Wir lernen eine jüngere Frau und kurzzeitig auch ihren Partner kennen, die sich wundert und die darüber erschrocken ist, wie sehr ein für sie unangenehmes sexuelles Erlebnis der Vergangenheit in ihre erwachsene Sexualität mit dem geliebten Partner, den sie auch begehrt, hineinspielt. Außerdem lernen wir eine Frau kennen, die sich in dem befindet, was wir als die Lustkrise der mittleren Jahre bezeichnen könnten. Das heißt, die ein volles Leben hat, wo viele Stressoren präsent sind und vielleicht auch Konflikte mit Werten. Auch ihren Partner lernen wir kurzzeitig kennen. Außerdem lernen wir eine Frau kennen, die erst in der Reife ihres Lebens zur Frage vordringt, was möchte ich erotisch gesehen in meinem Leben verwirklichen und was möchte ich mir endlich gestatten, nachdem ich mich viele Jahre lang den Vorstellungen anderer Menschen angepasst habe. In allen Fallverläufen haben wir es mit heterosexuell orientierten Frauen zu tun. Mir ist wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, dass die vorgestellten Konzepte, Interventionen und Herangehensweisen anwendbar sind auf Menschen unterschiedlichster sexueller Orientierung. Aus der eigenen Erfahrung, aus Supervisionen, aus Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen weiß ich, dass diese Lustkonflikte in der Therapie knifflig sein können. Sie sind hochambivalent und sowas aufzulösen oder in einen produktiven Prozess zu überführen, ist nicht einfach. Es wird auch nicht einfacher, je länger ich die Arbeit mache. Es kann immer wieder zu zähen Therapieverläufen kommen, dass immer wieder die Frage ist, wer will jetzt eigentlich was von wem und wozu überhaupt? Und ich finde wichtig, an der Stelle von der Arbeit etwas mitzuteilen und auch dazu zu ermutigen, sich diesen interessanten Fragestellungen immer wieder zu widmen. Denn es ist möglich, konstruktive und produktive Prozesse anzustoßen und zu begleiten durch den Einsatz kreativer Methoden, durch Veränderungsneutralität, durch Abstand zur eigenen Arbeit und vor allem durch eine therapeutische Beziehung, auf die sich Klientin und Therapeutin oder Therapeut einlassen. Was mir sehr gefällt an diesem Format ist, zum einen, dass es sehr professionell gefilmt ist, dass es didaktisch gut aufgebaut ist aus meiner Sicht, dass es wirklich ein schrittweises Lernen ermöglicht und ich finde es besonders bestechend durch die an der Realität stark angenäherten Fallverläufe. Es gibt kein Drehbuch, es gibt Fallvignetten und die Prozesse können sich sehr nahe an der realistischen therapeutischen Praxis entfalten. Zugleich handelt es sich um Schauspielerinnen und Schauspieler. Das heißt, wir schützen unsere Kundschaft, indem wir das auf diese Weise präsentieren. Die Prozesshaftigkeit war für mich im Lernen immer wichtig. Ich hätte mir gewünscht, mehr gewünscht, als ich es erfahren habe, Therapeutinnen und Therapeuten wirklich in ihrer Praxis über die Schulter zu schauen. Nicht nur hier und da
ein Lehrvideo oder eine kleine Demo in der Ausbildung, vor allem auch um ein Gefühl für Fallverläufe bekommen zu können. Das können wir hier ein ganzes Stück weit annähern. Sich mit solchen Fallverläufen zu zeigen, habe ich gemerkt, braucht auch eine kleine Portion Mut. Ich freue mich aber mit Ihnen zusammen auf diese Arbeit, auf die Prozessverläufe schauen zu können. Die Fallverläufe werden kommentiert, das heißt, wir können innehalten und schauen, was macht an diesem Vorgehen Sinn, weshalb habe ich das gemacht, was wäre eine alternative Vorgehensweise in einer anderen Situation oder auch in derselben Situation. Das alles zusammen macht es für mich zu einem sehr wertvollen Unterfangen. In diesem Kurs fokussieren wir uns auf einen ganz bestimmten Ausschnitt, auf eine bestimmte Fragestellung. Es geht um weibliche Lust bzw. Unlust. Damit sind wir auch klinisch gesehen im Bereich der sogenannten sexuellen Funktionsstörung. Was wir wenig bis nicht behandeln, sind die klinischen Grundlagen bzw. medizinische Aspekte, körperliche Aspekte. Ist mir sehr wichtig im Vorhinein zu sagen, weil ich diese in meiner Praxis diagnostisch mit abprüfe. Weil wir uns also auf bestimmte Dinge konzentrieren und auf andere weniger, heißt es auch, dass Sie, wenn Sie diesen Kurs durchlaufen haben, keine umfassende sexualtherapeutische Weiterbildung durchlaufen haben. Das macht auch nichts. Ich würde mich sehr freuen, wenn der Kurs Psychotherapeutinnen, Sexualtherapeuten und auch paartherapeutisch tätige Personen inspirieren würde, mit diesen Fragen beherzt umzugehen. Denn sie kommen in all diese Praxen, ob ausgesprochen oder nicht. Die Sexualität und die sexuelle Lust sind für Menschen oft behaftet mit Scham. Darin verbergen sich wichtige Fragen. Diese Themen haben oft mit der Person viel zu tun und sie bergen sehr viel Konfliktpotenzial. Ich stelle hier auch keinen geschlossenen Ansatz vor, keinen Ansatz, den man von A bis Z so anwenden kann oder muss. Es gibt bestimmte Grundkonzepte und es gibt eine bestimmte Struktur, die sich für mich als hilfreich erwiesen hat. Sie werden aber merken, dass ich mich methodisch aus verschiedenen Ansätzen bediene, was im Umkehrschluss heißt, wenn Sie in bestimmten Ansätzen, in bestimmten Methoden bewandert sind, können Sie diesen Kurs ermutigt verlassen, dass Sie mit dem, was Sie bereits drauf haben, auch diese Thematik angehen können. Der thematische Fokus dieses Kurses auf die Sexualität von Frauen, auf Fragen ihrer Lust, ist bei mir ganz aus der Praxis heraus entstanden. Denn ich habe viele dieser Frauen getroffen und sie prägen meine Arbeit mit ihren Fragen fast von Stunde Null an. Damit habe ich auch viel gelernt oder praktisch erfahren und auch in mir selbst spüren können darüber, was es bedeutet, ein sexuelles Wesen zu sein als Frau in dieser Gesellschaft und auch mit einer Geschichte der Unterdrückung weiblichen Begehrens. Das kann sich für jede Frau unterschiedlich auswirken, aber es ist ein Thema. Somit ergibt sich für mich einfach ein spezieller Blickwinkel und die Konzentration auf das Erleben von Frauen. Das bedeutet nicht, und das werden Sie merken, dass die Theorien, die Strukturen, die konkreten Konzepte nicht auch auf die Arbeit mit Männern anwendbar sind oder auf Personen anderen Geschlechts. Im Konkreten können alle Geschlechter von dieser Arbeit profitieren. Ich erlaube mir einfach, eine ganz bestimmte Perspektive einzunehmen und mich auf die Sexualität von Frauen hier zu konzentrieren. Vielleicht fragen Sie sich, wie Sie am besten mit dem Kursmaterial umgehen sollen. Da es sich um einen Kurs handelt, der sich mit Fragen von Lust und Genuss befasst, kann ich nichts anderes als Ihnen empfehlen, beim Durchgehen auch Ihrer Lust und Ihrem Genussbedürfnis zu folgen und Tempo und Dosis auf das anzupassen, was Sie brauchen. Natürlich haben wir uns bei der Reihenfolge was gedacht und es ergibt einen gewissen Sinn, dass Sie Schritt für Schritt durch die Theorien, Modelle und konkreten Interventionen durchgehen. Die Praxisfälle bauen nicht chronologisch aufeinander auf. Die können Sie in beliebiger Reihenfolge sehen. So, und jetzt geht's auch schon los. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.